Jo, hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video von mir. Das ist einfach nur eine kurze Ansage. Wer dachte, die DSGVO wäre die Katastrophe für alle, die sich im Internet bewegen? Tja, da kann ich nur sagen, es kommt noch dicker und zwar noch viel, viel dicker. Artikel 11, Artikel 13. Es wäre mir persönlich ein Anliegen, wenn sich da jeder, der dieses Video hier sieht, mal ein wenig mit beschäftigt, denn das, was da gerade in der Politik passiert, könnte, ja, viele nennen es das Ende des Internets. Auf jeden Fall wird sich einiges verändern und da sollte sich jeder mal mit auseinandersetzen. Ich möchte jetzt hier auch keine Halbwahrheiten oder sowas von mir geben. Es gibt auf jeden Fall diverse Zeitungsberichte, Blogartikel, Videos zu dem Thema. Einfach mal bei YouTube in der Suche Artikel 13 eingeben und dann findet man schon einiges zu dem Thema. Es geht halt mehr oder weniger um Zensur. Um einen riesigen Upload-Filter, der in Zukunft sämtlichen Datentransfer kontrolliert. Es geht um Kontrolle und es geht um Zensur beziehungsweise um ja ein strengeres Urheberrecht. Also das Urheberrecht wird angezogen und es gibt ja in dem Sinne auch kein Fair Use hier in Deutschland, soweit ich weiß. Ja, und das wird auf jeden Fall nicht nur für YouTuber, wie ich es bin, eine Katastrophe, sondern auch für jeden, der irgendwelche Uploads tätigt. Des Weiteren kursieren auch Gerüchte oder Dinge zum Thema Datensteuer, Linksteuer. Und ja, das ist also. Mir verschlägt es die Sprache, ehrlich gesagt. Ich krieg da richtig, da fällt mir nichts mehr zu ein. Also, wie gesagt, wer dachte, die DSGVO wäre schlimm, es kommt noch viel, viel schlimmer. Und ja, wie gesagt, man muss ja mittlerweile wirklich aufpassen, was man im Video sagt, das man online stellt. Da muss man ja mittlerweile richtig aufpassen, sonst tritt man in irgendwelche rechtlichen Fettnäpfchen oder ja, Meinungsfreiheit war mal und das wird halt immer schlimmer. Wichtig ist mir persönlich, dass ich euch informiere, dass ich euch sage, ey Leute, da ist was, beschäftigt euch mal damit. Am 20.06.2018 ist der Stichtag, noch können wir eventuell was tun. Ich habe euch in der Videobeschreibung mal ein paar wichtige Links reingepackt, über eine Petition, die ihr unterschreiben könnt. Und ein paar andere Links, ein paar andere YouTuber, Videos, die darüber berichtet haben. Ich glaube, das ist sinnvoller, wenn ich euch einfach YouTuber verlinke, die darüber schon Videos gemacht haben, anstatt dass ich selber laber und das einfach nur nachplapper. Das wäre auch ein bisschen blöd. Deswegen hört nicht auf mich. Also hört schon auf mich. Würde mich freuen, wenn ihr euch damit ein bisschen auseinandersetzt. Und was dagegen tut, solange wir es noch können. Denn wer weiß, wie das Internet durch diese ganzen neuen Regelungen und Gesetze sich verändert und inwieweit dann überhaupt noch alles so funktioniert, wie es funktioniert. So, das war jetzt ganz vorsichtig von mir ausgedrückt und ich hoffe, wir sehen uns dann regulär in den neuen Videos wieder, wenn am 20.06.2018 nicht die Welt untergeht. Tschüss!